ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Wise Son of Rome mit von Löhe Gameplays als Hobby. Das bin ich natürlich. Diesmal wieder mit T-Shirt. Und wie wir schon sehen, hier, wir haben schon 99% abgeschlossen. Wir sind so gesehen kurz vorm Ende. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und tatsächlich, wir haben jetzt hier nochmal die hintere Stufe, die wir vollständig machen können. Und das machen wir jetzt mal. So teuer sind die Sachen ja irgendwie doch nicht. Was ist das hier? 80.000. So. Ich denke mal, mehr brauchen wir da ehrlich gesagt nicht. Ach komm, das holen wir uns jetzt noch so fertig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Geschichte und schauen, wie es ausgeht. Ich bin echt mega gespannt. Also sehr wahrscheinlich der letzte Teil von Wise Son of Rome wird von der Gameplays als Hobby. Schauen wir mal. Achtung, jetzt spielen wir nur noch 5 Minuten, dann ist schon vorbei. Super. Da hat sich die Unterbrechung ja voll gelohnt. Ich hoffe natürlich mal nicht, dass es so sein wird, aber mal schauen. Wie gefällt euch denn bis jetzt das Spiel? Ich wäre mal froh, wenn ihr mal einen Kommentar geben könntet, wenn ihr die vorherigen Teile geguckt habt, wie ihr dieses Spiel findet. Ich weiß nicht, ob das Spiel hier bekannt ist. Mich würde es wundern, wenn nicht, weil es ist echt cool. Man spielt wie in einem Film, also das ist klasse. Töte Nero, räche die Ermordung deiner Familie. Mein Leben geht zurück? Bitte was? Erneut versuchen. Ich kann nicht trennen. Ah. Oh. Ja, das gibt mir ein bisschen Leben dazu. Muss ich da was machen? Boah, voll in die Hand, ey. Und im Bauch. Wahnsinn. Aua. So halten wir uns also über Wasser, sage ich jetzt mal, mit Leben. Krass. Aua. Ich dürfte doch gar nicht mehr leben, so tief wie das Schwert in mir drin steckte. Und da musste ich mich ja gar nicht mehr groß anstrengen.
Nein, das ging doch erstmal wieder. Mega interessant, dass ich das überlebe. Oh. Alter. Über die Zeit erholte sich Rom und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand über tausende Jahre. Rom würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Waren tatsächlich nur 5 Minuten. Credits. Tja, die lassen wir natürlich im Hintergrund noch laufen, ist ja klar. Meine Befürchtung wurde wohl wahr. Wegen 5 Minuten mussten wir das Spiel unterbrechen und ich musste so gesehen 12 Stunden warten, bis ich weitermachen konnte. Na super. Sogar 24 Stunden sogar. Meine Güte. Und das nur wegen 5 Minuten. Ärgerlich, aber okay. Wir haben das Spiel durch. Jawohl. Es ist ein Hammerspiel gewesen. Wie gesagt, man fühlte sich wie in so einem Film. Wo man die Kämpfe selber steuert, aber ansonsten alles wunderbar. Schöne Erzählungen, gute Story. Ich habe mich total erinnert gefühlt an Gladiator, der Film. Es war einfach klasse. Die Grafik war sehr schön herausgearbeitet. Also für ein Spiel von 2013 im Gegensatz zu den Spielen von heute, 2018, kann das Spiel wirklich noch zu 100% mithalten. Also das ist Wahnsinn. Haben die echt klasse hingekriegt. Ich bin echt begeistert von diesem Spiel. Ich kann es euch nur raten, spielt es selber. Es ist Wahnsinn. Und vielleicht werde ich sogar irgendwann nochmal spielen, aber nicht mehr aufnehmen, aber dann auf der schwierigsten Stufe, um zu schauen, ob ich das auch noch schaffen würde. Ja, was soll ich dazu sonst noch sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare unten hinschreiben. Würde mich mal freuen, was ihr so über dieses Spiel denkt. Ob es euch auch gefallen hat, dann natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Falls ihr mich nur wegen diesem Spiel abonniert habt, behaltet mich bitte als Abonnent. Ich brauche Abos. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wir gucken und hören uns das jetzt noch wie fertig an. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch so eine versteckte Szene oder sowas. Kommt ja meistens nochmal. Ich schalte mich mal aus und dann sehen wir uns gleich wieder danach. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Thank you.
Ich denke, das war's. Zeigen wir mich jetzt auch wieder. Hallo? Wo bin ich? Eigentlich wollte ich mich auch wieder zeigen. Sehe mich aber... Ah, da bin ich doch wieder. Hey, hallo. die Musik ist aus. Die Kreditszenen sind aus. Wären sie eigentlich jetzt auch schon längst fertig. Da sind zumindest keine Glückwünsche mehr. Von mir auf jeden Fall immer riesen Glückwunsch an die Spieleentwickler, dass die... Also von mir aus gesehen jetzt... Die haben ein wirklich geiles Spiel gemacht. Leider ein bisschen kurz. Genau wie mit Hellblade. Das war genauso ein geiles Spiel und war auch... Bei mir auch nur 19 Teile lang. Also war genauso kurz ungefähr. Aber es hat sich gelohnt. Also ein gutes, schnelles Spiel. Wobei hier ist ja noch Multiplayer mit dabei. Also man kann dann noch ein bisschen was anfangen, wenn man die Story einmal durch hat. Aber gut, okay. Also, das war Rise, Son of Rome mit von Löher Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder bei einem anderen Let's Play. Ja, auf Wiedersehen und tschüss.